AfD ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit dem globalen Flüchtlingspakt sollen wesentliche Fehlentscheidungen des Jahres 2015 für Deutschland in Stein gemeißelt werden. Er will Flüchtlinge international gerecht verteilen durch vermehrte Neuansiedlung. Er will legale Aufnahmewege und er will die Schaffung legaler Arbeitsmöglichkeiten für Menschen, die unterwegs sind. Ziel ist, jeden Binnenflüchtling in Innerafrika zum Problem Europas zu erklären. Resettlement meint Aufnahme von Personen aus einem Staat, in dem sie schon sicheren Schutz genießen. Ein Umsiedlungsprogramm nach Deutschland und Europa. Zunächst denkt UNHCR an knapp 1,5 Millionen Personen. Allerdings, wenn Flüchtlinge nach Deutschland umgesiedelt werden, überweisen sie Geld nach Hause. Was macht man dort am besten mit dem Geld? Richtig, nach Deutschland migrieren. Da das Verteilungsprinzip, wie seit Jahren in Europa erprobt, nicht funktioniert, ist das Fazit statt Verteilung Wiederaufnahme vor allem durch Deutschland. Dem entspricht Heiko Maas' Zusage einer fortschreitenden Ausweitung des Aufnahmeprogramms für die nächsten Jahre. Dabei sollte nicht vergessen werden, unter den westlichen Industrieländern führt Deutschland betreffend milliardenteure Flüchtlingsaufnahmen bereits jetzt mit weitem Abstand das Ranking an, meine Damen und Herren. Die Betroffenen sollten also nicht etwa heimatnah in einem Nachbarland da unterkommen oder gar Binnenflüchtlinge bleiben, sondern sie sollen aus ihrer kulturellen Gemeinschaft herausgelöst und über den Globus verteilt werden. Eine Rückführung nach Beendigung des Konflikts wird damit erheblich erschwert. Nicht Menschenmassen aber sollten über den Globus verschoben werden, sondern bestenfalls Hilfsgelder, meine Damen und Herren. Denn solche Umsiedlung ist eine zutiefst inhumane bevölkerungspolitische Klempnerei. Eine kulturelle und sprachliche Entheimatung der Betroffenen für die Aufnahmegesellschaft, soziale Nachteile, Gefährdung von innerer Sicherheit und innerem Frieden, Identitätsverlust, eine psychologische und materielle Überforderung. Ein Wahnsinn an willkürlichen, unnötigen Belastungen für Deutschland, dieses reiche Deutschland, wo es keine Wohnungen gibt, keine Lehrer, keine Kitaplätze, aber Schulden und EU-Haftungen, marode Brücken, Straßen, Schulen und unsere Alten ernähren sich an der Tafel. Gegenwärtig wollen über 50% der jungen Menschen im arabischen Raum auswandern, 53 Millionen. Und mehrere Millionen warten in syrischen Lagern auf ihre Umsiedlung nach Europa. Bei einer zu erwartenden Verdopplung der afrikanischen Bevölkerung auf 2,4 Milliarden bis 2050 dürfte allerdings als prominenter Fluchtgrund bald Überbevölkerung hinzukommen. Sicher wird auch die gerecht über den Globus zu verteilen sein. Diese Personen sollen umfassende Rechte in den Gastländern haben, Integration auf dem Arbeits- und Bildungssektor, Teilhabe im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, Stipendien, Studentenvisa, Zitat. Gemeinsam können wir Ergebnisse erzielen, die das Leben von Aufnahmegemeinschaften grundlegend ändern werden. In der Tat. Das steht wohl schon fest aufgrund der Überforderung von Schulen, Polizei, Justiz, von Wohnungsmarkt und Sozialsystemen und das schon nur aufgrund der bereits hier befindlichen Flüchtlinge. Und Flüchtlinge und Aufnahmegesellschaft sollen sich gegenseitig anpassen. Wohlgemerkt, auch wir sollen uns anpassen. Integration sei ein in beide Richtungen verlaufender Prozess, der von allen Parteien Anstrengungen erfordert. Auch die Bereitschaft der Aufnahmegemeinschaft, den Bedürfnissen einer diversen Bevölkerung zu entsprechen. Ein wahrlich pervertiertes Verständnis von Integration, was tatsächlich Egalisierung und Unkenntlichmachung der eigenen Kultur meint. Dieser Pakt offenbart eine tiefe Nichtachtung der Demokratie, nicht überraschend bei No Nations, No Borders. Autonome Staaten stehen diesem Pakt im Wege, ebenso traditionsstarke Gesellschaften, die sich einer diesem Pakt inhärenten Unterordnung der eigenen Kultur widersetzen. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, wir haben wirklich genug davon, von diesem ewig großtuenden, unstillbaren Spendierhosenkomplex einiger deutscher Gemüter,
die auf ihrem eingebildeten moralischen Feldherrnhügel permanent mit anderer Leute Geld rettende Weltenlenkung betreiben wollen, statt sich um die wahren Probleme ihres eigenen Landes zu kümmern. Wir werden uns kümmern um die Probleme unserer deutschen Bürger und Steuerzahler, Autofahrer und Mieter, Schüler und Kita-Eltern, Mütter und Rentner. Das, meine Damen und Herren, ist rechtes Gedankengut. Wir werden uns kümmern, und zwar in der Regierung, und das bald. Deutschland hat es verdient. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben eigentlich das Parlament, damit wir mit Wortbeiträgen und Argumenten unterschiedliche Standpunkte ausbringen. Wir führen keine Demonstrationen und wir fotografieren auch nicht uns gegenseitig. Und wenn wir das jetzt für die letzten 4 Wortbeiträge vor Weihnachten auch noch zustande bringen, dann sind die Wünsche, die jeder am Schluss seiner Rede für gesegnete Weihnachten, also auch ganz ehrlich. In diesem Sinne erteile ich jetzt dem Kollegen Dr. Karamba die Arbeit des SPD.